Dass Spaßverkaufen eine wirklich ernste Geschichte ist, das weiß Frank Heinemann schon lange. Früher brachte er das Publikum von Thomas Gottschalk in Stimmung. Heute sind Rundum-Sorglos-Pakete sein Geschäft. Frank ist Hochzeitsplaner und organisiert den schönsten Tag im Leben. Aber nicht irgendwo. Zusammen mit Frau Sabine hat er sich seinen Lebenstraum auf Mallorca verwirklicht und sorgt jetzt dafür, dass Traumhochzeiten wahr werden. Für rund 6.000 Euro kümmert er sich einfach um alles und erfüllt Paaren wirklich alle Wünsche. Frank Heinemann im Einsatz am Flughafen von Palma. Der 47-Jährige arbeitet als Hochzeitsplaner auf Mallorca. Heute holt er ein Brautpaar aus Nordrhein-Westfalen ab und die hatten hierfür gleich einen besonderen Wunsch. Der Kunde liebt ja die vier Elemente und Feuer, Wasser und überhaupt. Und irgendwie scheinen sie, ne, Zwillingsgeister zu sein. Und das war sein Lieblingslogo, mit dem er empfangen werden möchte. Er hat so vage, besondere, da steht die Braut, guck mal. Anita und Bernd Odendahl haben sich auf Mallorca kennengelernt. Jetzt haben sie Frank Heinemann beauftragt, hier eine feierliche Trauungszeremonie zu organisieren. Ich sag mal so, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Ja, danke. Kann mal schlafen. Die Odendahls sind seit 3 Uhr morgens auf den Beinen, haben an diesem Tag in Deutschland mit 60 Gästen standesamtlich geheiratet, in vollem Hochzeitsoutfit. Dann ging es direkt mit dem Flieger auf die Balearen. Deutschland war der pure Stress. Es war traumhaft schön, aber es war auch ein absolutes Wettrennen von heute Morgen 3 Uhr an. Und als wir uns in den Flieger gesetzt haben, haben wir gesagt, das Fantastische ist, dass wir ab jetzt entspannen können, weil alles andere vor Ort wird hier geregelt. Wir brauchen uns hier um nichts mehr zu kümmern. Erster Programmpunkt für diesen Tag, ein Stopp an der nächsten Tankstelle nach dem Flughafen. Hier muss unbedingt ein kühles San Miguel Bier gekauft werden. Frank hat vorher gecheckt, dass das Bier auch wirklich vorrätig ist. Denn dies ist ein romantisches Ritual, das das Brautpaar seit seinem allerersten Mallorca-Urlaub pflegt. Seitdem ist es irgendwie zu einem Kult geworden, dass jedes Mal, wenn wir auf die Insel kommen, als allererstes die erste Tankstelle angesteuert wird und wir San Miguel trinken. Ein erster Balearenbier-Begrüßungsschluck, ein verliebtes Küsschen und dann fahren die Odendahls zu ihrer Finca, um sich bis zur Hochzeitsfeier in 4 Tagen zu entspannen. Hochzeitsplaner Frank Heinemann und seine Frau Sabine treffen sich am nächsten Tag mit Stylistin Benny John, um die Hochzeitsdekoration zu besprechen. 10 Personen. Das heißt, das Pavillon wird auf jeden Fall hier stehen oder vielleicht ein bisschen versetzt, müssen wir mal gucken. Nur wenn wir es versetzt stellen, dann kommen wir mit den Stühlen hier raus. Am Tag der Tage muss alles perfekt sein. Schließlich zahlen die Kunden rund 6.000 Euro für ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket. Location, Dekoration, Finca-Hotel, Essen, Pfarrer inklusive. Und das Know-how vor Ort sowieso. Wir bieten aufgrund unserer Inselkenntnis natürlich viele schöne Locations, die den Kunden in Deutschland nicht bekannt sind. Die Kunden haben ja Vorstellungen, die sie aus Deutschland mitbringen. Aber das kann man eben manchmal hier vor Ort gar nicht so umsetzen, weil eben Mallorca nicht Deutschland ist und Dekorationsmittel und auch Umgebung und Finca oder am Meer gibt halt etwas ganz anderes her. Und da muss man einfach Ideen auch verstärkt für Mallorca einbringen. Kriegen wir das hin mit dem Umsetzen? Ja, das, ne? Geht, ja, auf jeden Fall. Ja, perfekt. Ja, super. Das Vorgespräch an der Zeremoniestätte ist erfolgreich beendet. Frank und Sabine laden uns nach Sonsevera in ihr Häuschen im Osten der Insel ein. Hier leben und arbeiten sie mitten unter Mallorquinern. Hallo, herzlich willkommen bei den Sunshines. Here we go. Frankie Sunshine, so heißt der Hochzeitsservice, den sich die Heinemanns auf Mallorca aufgebaut haben. Und der Name ist Programm. Ich verkaufe Spaß und Freude und Lebensfreude. Und die muss ich ja irgendwo herholen. Und wenn ich die in meinem eigenen Leben finde, dann kann ich immer davon ein Stück weit abgeben an unsere Kunden. Und die freuen sich. Spaß verkaufte Frank schon bevor er nach Mallorca ging. Der gelernte Sozialpädagoge heizte dem Publikum in den 90ern bei großen deutschen Shows als Warm-Upper ein. Unter anderem bei Gottschalks Hausparty. Hier ist euch, groß, blond und charmant, hier ist Thomas Gottschalk! Irgendwann hatte Frank keine Lust mehr auf den Knochenjob. Ich war 10 Jahre hinter der Kamera und habe den Support gegeben für die Moderatoren, die die entsprechende Show moderiert haben. Und ich habe bis zu 5 Shows am Tag gemacht. Und alles unter Kunstlicht, alles immer drin.
Und da war schon eine Menge Pressure und eine Menge Druck. Weil alles immer auf den Punkt passieren muss. Weil der Moderator hat keinen Bock zu warten, die Produktion hat keinen Bock, irgendwie das Studio länger zu bezahlen, als gebucht ist. Immer auf den Punkt funktionieren. Und da war ich schon nach 10 Jahren so ziemlich, ja, so ziemlich ausgelaugt einfach auch. Und auch Ehefrau Sabine, mit der er als Karaoke-Duo Lemon Baby durch die Lande zog, brauchte eine Auszeit. Die beiden schufen sich auf Mallorca eine neue Existenz. Sie bauten dort ihr Talent fürs Event aus und arbeiten nun seit 3 Jahren als Hochzeitsplaner. Ihre eigene Hochzeit liegt 15 Jahre zurück und war eher ungewöhnlich. Unsere eigene Hochzeit war eher geprägt vom Entertainment. Wir waren ja mit Karaoke auf der Bühne und wir sind dann ja in unserem Original-Karaoke-Bühnenoutfit nach Las Vegas gefahren. Aber ich wusste gar nichts davon. Ich wusste gar nichts davon. Und der Heiratsantrag war auch schon full of entertainment. In der Buggy Disco in Düsseldorf haben 500 rote Styroporherzen sind geflogen und 50 rote Rosen. Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen. Und alle haben gedacht, wäre ein Entertainment-Gag. War aber nicht so, war mir voll ernst. Und dann sind wir ein Jahr später nach Las Vegas. Und für mich war es total romantisch, weil ich eben überhaupt nichts davon wusste. Frank hat nur gesagt, darf ich unsere Urlaubsreise planen und nimm mal dein Bühnenoutfit mit. Da habe ich gesagt, ich will im Urlaub aber nicht arbeiten. Und ja, und dann stand ich plötzlich in der Hochzeitssuite im Hotel Mirage in Las Vegas. Und das war für mich natürlich oberromantisch, weil, ja, was gibt's Schöneres, so überrascht zu werden. Die Wünsche ihrer Kunden sind traditioneller. Und so sind die Heinemanns immer auf der Suche nach neuen romantischen Plätzen auf der Insel. Nachmittags besichtigen sie eine alte arabische Militäranlage, in der sich ein Museum befindet. Der Besitzer Ben Jacobert hatte Frankie Sunshine angeschrieben, weil er das Gelände künftig vermieten möchte. Die Heinemanns sind begeistert und werden gleich kreativ. Hier kann man draußen essen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten und dann hat es ja da oben noch so einen super Platz. Ah, die Zeremoniestätte. Da oben ist eine Zeremoniestätte, ganz weit oben. Alte arabische Säulen, 360 Grad Rundumblick, sensationell. Aber das Entdecken alleine reicht halt nicht, wir müssen uns dann eben auch den Zugang verschaffen. Und das geht wiederum, da sind wir wieder bei dem Vertrauen, geht nur über Vertrauen. Und wenn der Besitzer oder die Besitzer uns vertrauen, dann können wir auch machen. Und ich meine, so eine Anlage hier zu dekorieren ist ja, ich meine, bitte begnadet. Ob die Heinemanns auch hier bald Traumhochzeiten anbieten können, wird sich also erst noch zeigen. Die Trauzeremonie von Anita und Bernd Odendahl steht dagegen kurz bevor. Die Braut wird auf der Finca für die heutige Trauungszeremonie am Meer frisiert und geschminkt. Stylistin Tanja und Braut Anita kannten sich vorher nicht. Trotzdem muss heute alles stimmen. Hier gab es jetzt kein Probestyling aufgrund der Kürze der Zeit. Und deswegen habe ich heute auch ein bisschen mehr gebibbert und deswegen bin ich heute auch dabei. Um zu schauen, ob alles klappt und es läuft super. Zwischendrin ein kurzer Besuch beim Bräutigam. Ich bin mit Sicherheit ein bisschen aufgeregt. Ich versuche es zu überspielen ein wenig, aber es klappt nicht ganz. Also der Puls schlägt auch ziemlich hoch. Zurück im Zimmer der Braut. Hier legen die Brauteltern, die Hochzeitsplanerin und die Stylistin mit vereinten Kräften letzte Hand an. Das sind die Mallorca-Hochzeiten, wenn die Bräute keine Sonne gewöhnt sind. Ja. Das haben wir oft, ne, Tanja? Dann sind da Streifen, wo keine sein sollen, Sonnenbrand, wo keiner sein darf. Mit dem Resultat sind am Ende alle zufrieden. Und das will schon was heißen, wenn man sich vorher gar nicht kannte. Also ich dachte so, oh wei, ne, wer weiß, wer da jetzt kommt. Und jetzt kannte ich nichts von ihr, weder Homepage noch Referenzen, gar nichts. Und hatte dann doch so meine Sorge und dachte so, naja gut, zur Not kannst du dich ja noch selber schminken. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Also. Wahnsinn. Begeistert ist auch Bräutigam Bernd, als ihm seine Anita mit leichter Verspätung, aber strahlend, endlich auf der Baleareninsel entgegenkommt. Dann passiert ein kleines Malheur. Als die Mutter der Braut das Hochzeitsarmband überstreifen will, reißt das Band. Anita und Bernd bleiben gelassen, die Brautmutter bleibt untröstlich.
Doch wofür hat man einen Hochzeitsplaner? Angekommen am Ort der Feierlichkeiten instruiert Frank gleich Mitarbeiterin Julia. Kette kaputt. Wir lassen jetzt die Kette reparieren. Und zwar zügig, damit das hier mal weitergeht. Ich kann nicht sehen, wenn die Rosi traurig ist. Pass auf, du nimmst die Kette mit, gehst in die Fußgängerzone. Am besten fährst du mit, Erwin. Mhm. Dann kannst du irgendwo parken und im Auto sitzen bleiben. Und dann verlieren wir keine Zeit. Und die sollen das einfach jetzt irgendwie schön herrichten, damit man die zumindest heute Abend anziehen kann. Worst case. Gute, der Ort weint. Ich krieg die Krise. Die Trauungszeremonie findet natürlich trotzdem wie geplant statt. Hier direkt am Meer, umgeben von Wind, Wellen und Luft, machen Anita und Bernd ihren Traum vom Heiraten auf Mallorca wahr. Und dann, rechtzeitig zum Hochzeitsfoto, kann Hochzeitsplaner Frank auch endlich die Brautmutter wieder glücklich machen. Hand rein und drüber. Genau. Und da ist es schon. Statt dem Einzelmännchen, komm wieder. Jetzt haben wir das Foto. Oh, danke. Das ist ja genial. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe das einfach gemacht. Das Fazit des Hochzeitspaares, bevor ihr Tag bei einem kleinen, feinen Essen am Meer ausklingt. Es war gigantisch. Ich musste mich hier um nichts kümmern, wie ich halt am Flughafen schon gesagt habe. Unsere Hochzeit in Deutschland war schön, aber wir sind um 3:15 morgens aufgestanden und der Rest war nur noch Wettrennen. Das war, wir standen im Stau und wir mussten alles selbst organisieren und wir mussten hier anrufen, da anrufen. Also wir standen so unter Strom, dass wir es gar nicht so richtig genießen konnten. Der Genuss kam dann so mehr im Nachhinein durch die Erinnerung. Aber hier konnte ich eigentlich von Anfang an jede Minute genießen. Ich konnte mich zurücklehnen und das einfach fließen lassen. Die Hochzeitsplaner können mit dem Tag zufrieden sein. Und Sabine verrät uns am Ende noch ein ganz besonderes Highlight, das es demnächst zu organisieren gilt. Weil wir ja auch schon so lange zusammen sind, haben wir auch vor, nochmal wieder Ja zu sagen. Und vielleicht unsere eigene Hochzeit nochmal zu planen. Und nochmal Ja zu sagen. Wir sagen nochmal Ja. Also, wenn die beiden es nicht schon wären, müssten sie bei so viel Romantik auf jeden Fall Hochzeitsplaner werden. Ja, dann alles Gute. Und es bleibt so traumhaft. Keiner zuckt schöner, weil wohl keiner so schöne und auch so musikalische Brustmuskeln hat. Stefan und Andreas wurden als Brustmuskelzucker berühmt. Bei Wetten, das bewiesen sie, dass jeder Musikhit anders zuckt. Das Schöne, Freund Michael erkennt bis heute, welche Songs hinter dem Zucken seiner Kumpels stecken.